Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum 1848. Das Ganze am Freitagabend um 20.30 Uhr. Karteninformationen, wie viele VfL-Fans mitfahren werden, reiche ich noch nach. Statistik kommt jetzt. 70 Pflichtspiele zwischen der Eintracht und dem VfL, 63 Mal in der Bundesliga, 4 Mal in der zweiten Liga und 3 Mal im DFB-Pokal. Bilanz aus Bochumer Sicht 26 Siege und 15 Unentschieden. In Frankfurt ist ein bisschen weniger, da haben wir 12 Mal gepunktet bei 5 Siegen und 7 Unentschieden in 36 Spielen. Das Hinspiel ging 3:0 für den VfL aus. Aus dem Bereich der Ehemaligen steht es 3:2 für Bochum. Jan Fieser, unser Co-Trainer, Heiko Butscher, unser U19-Coach und Mike Liesbrock aus der Physioabteilung waren schon mal für die Eintracht aktiv und Alex Richter als Leiter des NLZ und Christoph Preuß als Teammanager sind für den VfL an den Start gegangen. Auf dem Podium Cheftrainer Thomas Letsch und die Abfrage der Personalsituation wie immer zuerst. Christian Gamboa und Danilo Soares stehen bei mir als diejenigen, die nicht einsatzfähig sind aufgrund von Gelbsperren bzw. von Reha. Ist das soweit richtig und ist noch jemand dazugekommen? Ja, wie die letzten zweimal, als erfolgreich war, Glück auf in die Runde. Und es ist schön, so viele zu sehen und auch schöne Hintergründe zu sehen. Teilweise hier auf den Fotos, dem einen oder anderen geht es, glaube ich, ganz gut, wenn ich das hier online sehe. Ja, Christian Gamboa ist krank, Entschuldigung, jetzt bin ich aufgrund des Meers im Hintergrund durcheinander gekommen. Christian Gamboa ist nach wie vor noch nicht einsatzfähig, es wird von Tag zu Tag besser, steigt ins Mannschaftstraining wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche ein, in Teile, und dann wird er auch wieder zur Verfügung stehen. Dani Soares ist gesperrt nach der fünften Gelben, und bei Pierre Kundemalong ist es so, dass er erst morgen Nachmittag zurückkommt vom Nationalteam. Das heißt, er hat keine Trainingseinheit mit uns und von dem her wird es auch für ihn schwierig, dann im Kader zu sein. Alle anderen stehen zur Verfügung, alle anderen sind fit. Erhan Masovic kam heute jetzt als erster zurück vom Nationalteam, hat voll trainiert, hat sehr gut trainiert. Und die anderen drei, Paddy Osterhage, Sedi Janko und Taku Asano, werden dann auch morgen zum Training stoßen. Und die Rückmeldung ist aber, dass alle fit sind, keine Probleme haben. Wunderbar. Erste Frage. Jetzt gerade hatte ich noch eine Hand von Philipp Rentsch gesehen. Momentan sehe ich sie nicht. Bleibt die trotzdem oben, ist die Frage. Scheint nicht der Fall zu sein. Dann wechseln wir mal zu Olli Bitter vom Kicker. Tag zusammen, hallo in die Runde. Dann frage ich mal nach einem Nationalspieler, der diesmal nicht unterwegs war. Gerrit Holtmann, der hatte gegen Leipzig ja schon wieder ein bisschen gespielt. Insgesamt wegen diverser Verletzungen ja eine Saison, die sehr frustrierend war für ihn. Wie weit ist er körperlich und was kann er speziell der Mannschaft geben, möglicherweise in Frankfurt? Ja, der Gerrit kann der Mannschaft sehr viel geben und Sie haben recht, die Situation ist, oder die Saison war für ihn so ein bisschen mit Auf und Ab, dann natürlich auch jetzt mit der Verletzung. Er war aber aus meiner Sicht die ganze Saison ein sehr wichtiger Spieler, auch wenn er eine Phase hatte, wo er nicht von Anfang an gespielt hat, ist er doch ein Spieler, der für uns mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Zug nach vorne, mit einem sehr guten Abschluss natürlich immer eine super Option ist für die Offensive. Und das hat er jetzt auch gezeigt. Das hat er im Testspiel gezeigt, das zeigt auch in den Trainingseinheiten. Gestern haben wir speziell dafür eine Trainingseinheit gemacht, wo es wirklich um die Offensivspieler ging, mit tiefen Läufe. Und da hat Gerrit gezeigt, dass er 100% fit ist. Das heißt, er ist vielleicht jetzt noch nicht auf dem Level, dass er 90 Minuten durchspielen kann. Das wird sich zeigen, weil er eigentlich wenig Spiele in letzter Zeit in den Knochen hat. Aber er hat es im Testspiel gezeigt, dass er da nah dran ist. Und von dem her ist er eine wichtige Option für Freitag. Markus Rensinghoff von Havertz Bochum. Ja, auch von mir Tag in die Runde. Einer hat gestern gefehlt, kein Spieler, sondern Co-Trainer Jan Fieser. Wie sieht es bei dem aus? Ja, Jan Fieser ist glücklicherweise auch wieder fit. Den hat es gestern erwischt. Der war außer Gefecht. Ja, es ist Erkältungszeit und wir haben ihn gut versorgt. Die medizinische Abteilung hat sich hervorragend um ihn gekümmert und dementsprechend stand er heute wieder auf dem Platz.
Es ist ja auch sein Ex-Verein, die Eintracht. Ich glaube, da hat er vielleicht eine Pille mehr geschluckt, damit er rechtzeitig fit wird. Günther Pohl von Radio Bochum. Ja, erst einmal hallo in die Runde. Herr Letsch, was ungewohnt in den letzten anderthalb Jahren war, aus Frankfurt hat man nach der 0-2-Niederlage bei Union Berlin sehr harsche Töne gehört. Der Trainer ist sogar dazu übergegangen, Spieler namentlich zu kritisieren. Er sprach sogar von untauglich. Herrscht plötzlich in Frankfurt eine Unruhe oder wie bewerten Sie das? Ja, ich habe es zur Kenntnis genommen, aber ich möchte es eigentlich nicht bewerten. Ich bin verantwortlich für den VfL Bochum und deshalb die Dinge, die man dann in der Presse liest oder die man in irgendeiner Form mitbekommt, das ist ja dann doch eine Sekundärinformation und ich bin da nicht so tief drin, als dass ich mir da ein Urteil erlauben kann. Und das steht mir auch nicht zu. Fakt ist, Eintracht Frankfurt hat die Gruppenphase in der Champions League überstanden, hat letztes Jahr die Euroleague gewonnen und ist eine Mannschaft, die gespickt ist mit absoluten Topspielern und auch mit Oli Glasner, mit einem Top-Trainer. Von dem her, selbst wenn da auch mal nicht alles eitel Sonnenschein ist, es hört sich besser an, dann glaube ich trotzdem, dass wir es mit einem Gegner zu tun haben, der einfach eine sehr, sehr hohe Qualität hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dort irgendeine Unruhe herrscht, die einen negativen Einfluss auf das Spiel aus Sicht von Frankfurt hat. Okay, dann komme ich noch mal zu einer Anschlussfrage. Simon Zoller, der hat ja, so wie ich gelesen habe, in den Niederlanden seinen ersten Einsatz gehabt. Ist der schon so weit, dass er auf der Bank hat er ja schon gesessen, in Zivil ist er jetzt schon so weit, dass er auf der Bank in seinem Trikot sitzt und ist er schon eine personelle Option für Frankfurt? Also zunächst, er ist ja immer sehr gut gekleidet und es sah ja sehr gut aus, wie er die letzten Spiele mit dabei war. Lieber ist es mir allerdings, ihn tatsächlich wieder in den Klamotten zu sehen, wie ich hier sitze. Ja, Simon ist fit. Simon hat 25 Minuten gespielt in der Länderspielpause, hat jede Trainingseinheit mitgemacht und ist auf jeden Fall eine Option. Und Simon als Spieler, als Typ, tut uns gut. Und er tut uns vor allem auch gut, wie gesagt, wenn er einsatzfähig ist. Und deshalb wird er auf jeden Fall im Kader sein. Simon ist immer ein Spieler, der natürlich auch eine Option ist, wenn es darum geht, von Anfang an zu spielen. Das muss man sehen. Es ist ähnlich, wie ich es gerade bei Gerrit beschrieben habe. Das sind zwei Spieler, die unterschiedlich sind, aber die extrem wichtig sind. Und Gott sei Dank haben wir wieder alle Alternativen jetzt im Offensivbereich. Wir haben die Ausfälle, die wir haben, beziehen sich auf die Außenverteidiger. Und das macht es gut. Dadurch haben wir wieder eine andere Konkurrenzsituation, was wir auch vor zwei Wochen hatten. Es geht darum, Gas zu geben, in den Kader zu kommen. Und den Eindruck habe ich jetzt, die vier Trainingseinheiten, die wir jetzt gehabt haben nach der kurzen Pause, die waren gut. Da sieht man, jeder will in Kader, jeder ist heiß drauf und so muss es sein. Und deshalb bin ich froh, dass Simon wie auch Gerrit da wieder zu 100% zur Verfügung stehen. Philipp Rentsch. Ja, guten Tag, Herr Letsch. Sie haben gerade gesagt, Pierre Kunde fällt aus als Nationalspieler, weil er eben zu spät zurückkehrt. Jetzt spielt der VfL Bochum am Freitagabend. Sehen Sie das als Nachteil an diesem Spieltag oder ist es vielleicht sogar ein kleiner Vorteil, weil Eintracht Frankfurt noch mehr Nationalspieler hat? Wie sehen Sie diese Terminierung? Weil es gab ja auch Zeiten, da gab es kein Freitagsspiel nach Länderspielen. Ja, also wir haben natürlich mit Sedi Janko, mit Pierre und auch mit Taku haben wir drei Nationalspieler, die jetzt in Nationalmannschaften spielen, die in aller Regel auch etwas weiter weg spielen. Und deshalb kann sowas natürlich passieren, wie es jetzt bei Pierre der Fall ist. Es wäre trotzdem möglich, Pierre einzusetzen, aber wenn wir nur fitte Spieler haben, die trainieren, dann halte ich nichts davon, wenn er eben noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat, ihn dann da mit in den Kader zu nehmen, dann bevorzuge ich eine andere Lösung. Und ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, es ist müßig. Es ist nicht ideal. Es ist nicht ideal für uns und es ist nicht ideal für die Eintracht.
Aber es ist eine Situation, auf die ich keinen Einfluss habe und deshalb nehmen wir es so, wie es ist. Wichtig ist für mich, dass, und das ist viel wichtiger als die Terminierung, dass die Nationalspieler positiv gestimmt und gesund zurückkommen. Und wenn ich Erhan heute gesehen habe, dann war das der Fall. Mit den anderen, die Rückmeldung, die wir bekommen haben bisher, ist es auch so der Fall. Und dann nehmen wir es, wie es ist. Wir haben eine Einheit und das wird sicherlich die Einheit sein, wo es dann um die taktischen Dinge geht. Das war bisher jetzt etwas untergeordnet im Laufe der Woche. Da ging es eher um Grundprinzipien und die wird man nutzen. Und dann haben wir noch den Freitagvormittag mit einer kleinen Aktivierung und dann nehmen wir das so an. Und von dem her, Frankfurt hat den ein oder anderen Nationalspieler mehr. Jetzt kann man sagen, ja, gut für uns, aber ehrlich gesagt gebe ich da nicht so viel drauf. Noch eine Anschlussfrage bei Philipp? Gut. Dann Max Backhaus von der Bild. Hallo Herr Letsch. Im Hinspiel haben Sie Ihren ersten Sieg gefeiert mit dem VfL. Erwarten Sie ein ähnliches Spiel jetzt im Rückspiel oder auf was für eine Art von Partie stellen Sie sich ein? Ja, der Rückblick auf dieses Spiel, der ist sehr positiv. Ich glaube, das war mit der wichtigste Sieg oder ein wichtiger Sieg für uns, aber für mich persönlich wahrscheinlich der wichtigste Sieg nach dem Spiel in Leipzig. Das Spiel jetzt, glaube ich, wird ein anderes werden. Insofern, die Eintracht hat damals dann auch für uns etwas überraschend die Ordnung verändert, hat in einem 4-3-3 gespielt, hat danach dann eigentlich sehr wenig oder nahezu gar nicht mehr mit Viererkette gespielt. Jetzt haben sie natürlich auch wieder durch die Sperre von Tuta müssen sie reagieren, müssen wir mal schauen, was passiert. Aber ich erwarte sie eigentlich schon eher in einem 3-4-3, wie sie jetzt die letzten Spiele gespielt haben. Und bei uns ist natürlich auch einiges passiert in der letzten Zeit. Von dem her werden grundsätzliche Dinge gleich sein, aber das Spiel hat natürlich auch ganz andere Vorzeichen. Wir sind in einer anderen Tabellensituation. Eintracht hat es sicher nicht vergessen, dass sie hier verloren haben und wird heiß sein, jetzt den Spieß umzudrehen. Aber das sind alles so Randerscheinungen. Das Spiel wird wieder ein intensives werden. Eintracht ist eine Mannschaft, die extrem aggressiv ist, eine Mannschaft, die auch wieder sehr läuferisch stark ist, wie es beispielsweise in Köln der Fall war. Und wir müssen unseren Fußball auf den Platz kriegen. Wir müssen es wieder schaffen, diese Intensität auf den Platz kriegen, um die Eintracht zu ärgern. Und vor allem, und das war der Schlüssel, die letzten zwei Spiele haben wir 2-0 gespielt. Natürlich mit dem nötigen Quäntchen Glück, aber darum geht es. Wir müssen wieder so gut verteidigen und wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Chance, dort auch was mitzunehmen. Und das ist natürlich klar das Ziel, jetzt auch aus der Länderspielpause rauszukommen, obwohl wir natürlich der absolute Underdog sind, aber nach Möglichkeit, oder nicht nach Möglichkeit, wir wollen da was mitnehmen, das ist klar. Philipp Rentsch. Jetzt fällt Danilo Soares gesperrt aus. Sie müssen eine Alternative finden, dass Sie die jetzt nicht namentlich nennen, das ist mir klar. Es gibt da aber verschiedene Überlegungen. Inwieweit könnte das aber das Spiel des VfL Bochum auch in der Abwehr verändern? Denn Danilo Soares ist ja schon das Konstante beim VfL Bochum, eigentlich immer gesetzt bei Ihnen und auch ein sehr stabiler Verteidiger. Ja, da haben Sie absolut recht. Das verändert natürlich die Statik in unserem Spiel. Und Sie haben es auch richtig gesagt, es gibt verschiedene Optionen, die ich ja alle auch schon gelesen habe. Und wir können Kostas Stafelidis nach links ziehen, Sadie Janko auf die rechte Seite bringen, wir können mit Dominik Heinz spielen, wir können in der Neunerkette hinten spielen. Also es ist alles möglich, was wir machen können. Und genau darum geht es jetzt bei uns in der Vorbereitung. Wir haben uns unsere Gedanken gemacht, wie erwarten wir die Eintracht? Was passt gut und welche Struktur passt gut gegen den Ball und mit dem Ball und welche Spieler passen dann. Und natürlich muss man dann leicht modifizieren. Es ist ein anderes Spiel und Danilo ist ein Spielertyp, den wir so nicht ein zweites Mal haben. Von dem her wird sich da sicherlich an der Statik und an der Herangehensweise was ändern, aber da reden wir von Nuancen. Und das ist das, was ich in letzter Zeit oft gesagt habe, unsere Grundstruktur wird immer die gleiche bleiben. Es geht darum, leichte Anpassungen vorzunehmen in der Art und Weise, was wir machen, wenn die Eintracht den Ball hat oder was wir vorhaben, wenn wir den Ball haben.
in unserem Rahmen. Und so wird es immer sein, so ein leichtes Links und Rechts. Und das wird man auch dieses Mal machen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wie wir es lösen. Wie wir es lösen werden, weiß ich schon. Max Backhaus. Sie haben gerade schon Dominik Heinz angesprochen. Der hat zuletzt zweimal als Linksverteidiger gespielt, kam von der Bank. Können Sie ihn einmal beschreiben, was ihn auszeichnet? Weil normalerweise spielt er ja innen und auch von der Statur ist er tendenziell, hätte ich gesagt, eher ein Innenverteidiger. Hat es aber natürlich sehr ordentlich gemacht hinten links. Können Sie ihn einmal beschreiben, wie er so als Linksverteidiger auf Sie wirkt? Also wie ich gerade sagte, ich glaube, Danilo und Dominik zu vergleichen, ist nicht schwierig, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Typen, die natürlich auch diese Position völlig unterschiedlich interpretieren. Dominik Heinz war ein Spieler, den ich jetzt als Linksverteidiger nie so richtig auf dem Schirm hatte. Wir haben das angetestet und er hat es da einfach ganz gut gemacht. Und das habe ich auch in der Vergangenheit öfters gesagt. Dominik, muss ich sagen, die Art und Weise, wie er in auch schwierigen Phasen trainiert hat und immer positiv blieb, das verdient absoluten Respekt. Und das hat er dann auch gezeigt, als er zum Einsatz kam in den letzten beiden Spielen auf der ungewohnten Position. Und Dominik ist von Haus aus sicherlich eher ein Innenverteidiger. Er ist jetzt nicht der Spieler, der die Linie auf und ab läuft. Ein Spieler, der mit Ball extrem cool ist, der immer Lösungen findet, der fußballerisch wirklich absolut auf einem hohen Niveau ist. Und das zeichnet ihn aus. Er ist sicherlich nicht der die Linie auf und ab sprintet, der über die Geschwindigkeit kommt, aber er ist ein extrem cleverer, extrem erfahrener Spieler. Und das, so würde ich ihn beschreiben, der gezeigt hat, dass er natürlich als Innenverteidiger in einer Vierer- oder Dreierkette spielen kann und der genauso aber auch als Linksverteidiger spielen kann. Und wer weiß, vielleicht müssen wir ihn irgendwann sogar als Sechser oder Zehner testen. So weit sind wir aber noch nicht, solange wir da noch Alternativen haben. Kurze Nachfrage, wenn erlaubt. Sie haben gerade gesagt, dass Sie Dominik Heinz als Linksverteidiger ursprünglich gar nicht auf dem Zettel hatten. Wie kam es denn dazu? War die Idee dann aus der Not geboren oder hat Ihnen da jemand den Tipp gegeben oder ist er selbst auf Sie zugekommen und hat gesagt, ich möchte unbedingt mehr spielen, wie wäre es denn vielleicht hinten links, da sehe ich Potenzial oder wie ist die Idee überhaupt entstanden, frage ich mich da. Ja, das war, muss ich jetzt nochmal ein bisschen überlegen. Im Endeffekt war es so, dass wir uns was überlegt hatten. Ich glaube, das war vor dem Köln-Spiel, wie wir das Spiel angehen wollen. Und dann geht es ja immer darum, das nicht nur mit 11 Spielern anzugehen, sondern auch mögliche Alternativen zu testen. Und wir haben dann, also zum einen haben wir Dominik oft in der Mannschaft, die den Gegner simuliert, auch auf dieser ungewohnten Position spielen lassen, weil wir mehrere Innenverteidiger hatten und Dominik das spielen kann. Und da hat es da schon immer sehr, sehr clever gemacht. Und da haben wir gesagt, Mensch, das müssten wir doch mal probieren. Also es war jetzt nicht die Initiative von ihm, sondern es war schon aus dem Trainerteam, dass wir das zur Kenntnis genommen haben. Und dann hat es im Training einfach sehr gut gemacht. Und deshalb, als die Situation dann in Köln kam, war es für mich relativ klar in der Halbzeit, dann ist klar, dann muss Dominik kommen. Und wie er das da gespielt hat, war großartig. Gegen Leipzig war es jetzt eine etwas andere Situation, weil natürlich auch der Druck am Schluss extrem hoch war. Er interpretiert die Rolle anders, aber er macht es gut. Und so entwickeln sich manchmal Dinge, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Und ich bin froh, dass sich so entwickelt hat und dass wir ihn auch für die Position als Alternative haben. Holger Schmidt von der dpa. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Jetzt waren die letzten Wochen im Abstiegskampf ja für alle immer so ein Auf und Ab. Es ging auf den letzten Platz, dann ging es wieder hoch. Jetzt haben Sie die komfortable Situation, dass Sie, egal wie blöd dieser Spieltag läuft, nicht auf den Abstiegsplatz abrutschen können. Sie haben 4 Punkte Vorsprung. Beeinflusst das alles die jeweilige Situation, Ihre Herangehensweise, Ihre Arbeit mit der Mannschaft in der Woche oder sind das alles zu sehr Momentaufnahmen, als dass man da groß drauf achten könnte? Ja, absolut Zweiteres. Also wir müssen scharf bleiben bis zum Schluss. Und es ist völlig egal, ob wir auf Platz 18 sind oder wie jetzt auf Platz 14. Es sind Momentaufnahmen. Und wenn die Konstellation vor dem letzten Spieltag, also nach dem 33. Spieltag, so wäre wie jetzt, dann wäre alles schön. Und darauf arbeiten wir hin. Man hat schon viele Dinge gesehen im Fußball, Ergebnisse, speziell in den letzten Spielen, mit denen keiner rechnet. Und von dem her wird es ein Fight bleiben bis zum Schluss. Und
die Atmosphäre in der Mannschaft und das Selbstbewusstsein ist natürlich besser, wenn man erfolgreich war, in dem Fall jetzt zwei Spiele gewonnen hat. Aber der größte Fehler wäre, sich jetzt darauf auszuruhen und ein bisschen runterzuschrauben. Also von dem her, das ist mir extrem wichtig. Wenn es jetzt in die Richtung gehen würde, dass der ein oder andere denkt, ja, jetzt können wir es mit 98% machen, dann würde ich da schon extrem dazwischen fahren, weil das, wie gesagt, wäre jetzt der größte Fehler. Wir haben die komfortable Situation. Wir hatten die Situation aber auch schon mal, wo es etwas länger her war. Und das hat sich dann auch wieder geändert. Mannschaften wie Schalke kamen auf einmal wieder zurück, die viele abgeschrieben haben. Uns haben viele am Anfang abgeschrieben. Und deshalb, wir tun gut daran, genau so weiterzumachen und bis zum Schluss 100% fokussiert zu bleiben und zu fighten. Gibt es weitere Fragen? Da regt sich nichts bei den virtuellen Händen, deswegen bedanke ich mich fürs Interesse. Den einen oder anderen sehen wir dann am Freitag in Frankfurt wieder, Anstoß 20:30. Bis dahin, vielen Dank.